Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, ich bin jetzt nicht in der Küche, sondern im Büro. Echt? Hey, ja. Ich dachte, du bist in der Küche. Die Mama ist auch da, natürlich. Ich habe hier zwei Ballons. Denn heute ist ein besonderer Tag. Heute haben wir Geburtstag von Mischka. Juhu, sie wird heute 11 Jahre. Ja. Wie die Zeit rennt. Ja, Wahnsinn, ja. Ich puste mal lieber, also ich habe hier so mein, wie heißt das? Ja, super. Das ist eine Jungflasche. Sauflasche. Eine Sauflasche. Auf jeden Fall müssen wir die Ballons aufpusten. Die Torte ist ja schon fertig, habt ihr schon bereits gesehen. Ja. Und die Kinder haben noch ein bisschen Unterricht, die Großen. Und danach feiern wir schon. Dann lass mal die Sau raus. Ich bin schon gespannt, was die Michael jetzt hier geschenken. Kriegt? Na, kriegt ich. Weißt du, was sie kriegt? Ich weiß, was sie kriegt. Oh, wirklich? Wow. Kannst du das aufpusten? Ich weiß nicht, dieses System. Geht's noch oder nicht? Geht. Also, was wir nicht vorbereitet haben? Zwei Schnürdel. Muss ich das halten? Oder du holst eine Schnur von da unten? Du hast eine Schnur leer. Da unten. Schatzi, du bist Schassauger. Du hast trotz Brille nichts gesehen, oder? Ja. Ah ja, stimmt. Gib her, ich halte das und du kannst es dann schneiden. Du hast dich irgendwie Schokolade oder was das angeschmiert? Du kannst es eh loslassen, es klebt. Bitte, es... Nein. Ach so, das sag doch mal. Ich hab mich gerade... Wie lang soll er sein? Ja, weiß ich nicht, damit es halt irgendwie schweben kann. Schaut mal. Ah ja, genau, übrigens, Baby ist noch im Bauch. Also Baby-Countdown, heute ist Wochenwechsel. Heute komme ich von der 41. Schwangerschaftswoche in die 42. Schwangerschaftswoche. Ja. Uhlala. Baby ist schon eine Woche drüber, dann passt das, schau mal. Eine Woche drüber. Gib den Zuzel rein. Den Zuzel? Schaut aus wie so eine Kuh-Titte. Aber was hast du denn da gemacht? Was ist das für ein Trick? Trick 17. Ein Trick? Ist ja kein Trick. Trick or Trick. So, fertig? Ja. Und jetzt? Zieh. Danke. Zieh. Perfekt. The next one. Papa, ich hab noch andere da unten. Wow, schaut mal, meine Mädels. Wow! Ja. Hast du das für die Michelle? Ist das für die Michelle? Du kannst ein bisschen machen. Das war die Idee von der Lara, dass sie Geschenke macht. Habt ihr schön gemacht. Was machst du denn mit dem Blatt? Ich versuche das wieder so glatt wie ein Buch zu machen. Gib her, ich mach dir das. Oder machst du am Boden oder am Tisch, aber hier so. Schaut schön aus, Lara. Schaut wirklich schön aus. Ich muss mal wieder ein bisschen helfen. Was hast du denn mit deinem Blatt gemacht? Magst du es nicht der Michelle geben? Nein. Ah. Weil ich muss mal drüber erwaschen gehen. Das ist schon leer? Na, oder? Oben ist eine Nummer 1. Kann nicht sein, oder? Da steht maximal 30 Ballons. Wie viele Ballons haben wir letztes Mal aufgepustet? Ich kann nie mehr Ballon. Kann man ein bisschen Luft reinpusten? Schon wieder. Scheiße. Mama, mag ich den Ballon haben? Nein, Luisa, das gehört für mich. Das ist eine reine Farce, oder? Das sind 10 Ballons, die da sind. Na, warte mal, wie viele haben wir letztes Mal gemacht? Das war für diese mit den Ballons. Luisa, komm, gehst du mit Lara? Das gehört der Michelle? Die Ballone. Wie kommt vor, ich habe beim Hofer so ein Lett, doch? Nein. Ich schwöre. Die Ballons haben wir aufgepustet. Der Papa schneidet noch ein bisschen für das heutige Video. Und die Lara, schaut euch die Lara an. Die Emmy. Was hast du mit der Emmy gemacht? War die Emmy selber, ich mache sie immer selber. Ah, du bist auch ein Baby? Ja.
Also, Entschuldigung, aber wie süß, Papa. Und die Emmy ist ein Baby, sie hat schon eine Babywanne. Babyschale. Babyschale, Entschuldigung. Kann sie mit uns Auto fahren? Ja, schau mal, ihre Gesichter. Mach ein Schnuller haben. Ja, darf ich ihn kauen und da kaputt machen? Nein. So süß. Ja, oh. Sie hat einen Löwenmaul, hast du gesagt? Ein Löwenmaul. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, dass die Kinder noch ein bisschen Hausaufgaben machen unten. Und danach feiern wir Michelles Geburtstag. Deswegen schneidet der Papa noch schnell ein Video weiter. Und wir warten auf die Kinder und die Lara. Hat der Michelle ein Geburtstagsgeschenk gezeichnet? Einfach herzig. Die Michelle und der Papa sind auch mit der Schule fertig und jetzt wird Geburtstag gefeiert. Ach top. Ja. Ich hab Angst davor. Ja, schauen wir mal. Mein elfjähriges Kind. Wie fühlt es sich an mit elf? Ah, die Ballons sind auch da oben. Da haben wir aber schon ein... Oh, wie... Michael, fühlt sich schwer an, elf? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sind die zwei Ziffern schwer, Michael? Elf? Boah, Michael, da müsste eine Herausforderung, das auszupusten. Hey, was hast du gemacht? Hast du die Wunderkerze umgeknickt? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Michael! Happy Birthday to you! Wünsch dir was, ja? Bravo! Applaudieren. Yay! Boah! Geburtstag! Ich will Torte essen, Mama! Torte essen? Okay. Ich will das. Und dann die Geschenke oder wollt ihr jetzt Geschenke? Ihr Geschenke! Okay, ha! Papa, holst du die, das in dem Büro? Hallo, aber danke, Papa. Kannst du dann gleich im Müll werfen, eigentlich? Isa! Der Papa. Weißt du was, ich muss den Akku vorher austauschen, der ist noch 7% steht da. Die Lisa holt immer ohne dem raus. Du musst vorlesen, was die Lara raufgeschrieben hat. Schönes Geschenk, alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab du nicht. Von Lara für Michelle. Oh, hast du mich herzlich. Na, hast du den angeschaut? Ja, ein Weihnachtsbaum. Wow, das ist eine Kerze, oder? Nein, ja, ein Stern. Nein, eine große Kerze. Luisa? Ganz schön. Gibst du das der Michelle? Kann ich dir auch was geben? Ja. Oh, danke, Luisa. Ich hätte dir ein großes Geschenk geben. Das gebe ich dir. Lass dir auch was, okay? Ja. Oh, mein Gott. Cool, ein cooles Bild. Kann ich mal sehen? Kann ich mal sehen? Es gibt schon 2021. Mhm. Und das da? Das auch noch? Wow! Jetzt bin ich dran, aber danke. Dann machst du die Lisa dran mit Geschenke? Ja! Ja, die Lisa will auch was auspacken. Was für ein Joy! Aber was für ein, wie viele Stücke? 3000. 3000 Jahre später. Also schön. Wieder gut. Kann ich wiedersehen? Schön, wir haben die Sache auf, meine Blumen zu essen. Diese Geschenke, die gehören zusammen. Der Rita! Okay. Aber macht jetzt das Große auf. Der Rita! Die Rita mag es der Michelle geben. Das ist schwer, Lisa, deswegen habe ich es dir so. Die Lisa kann diese Weiße geben. Warte, warte. Gibst du dann der Michelle, ja? Oh, oh. Schau, Michelle, du bekommst noch was von der Lisa. Lisa macht es auch. Lisa, nicht aufmachen. Ein Laptop, oder? Ja. Ein Laptop. Wo du die Chef, weißt du die? Ja. Ja? Da ist noch ein. Ja, das kann man jetzt aufreißen. Ah, so eine Tasche zum Mitnehmen, oder? Ja. Muss das so sein? Du kannst reingeben und dann in der Schultasche rein. Aber Michael, musst du wahrscheinlich jetzt eh noch nicht mitnehmen in die Schule, oder? Ja. Ich bin nicht. Aber für zu Hause, wenn es fertig ist, kannst du reingeben. Danke. Weißt du die? Jetzt hast du deinen eigenen Laptop. Muss ich immer mal verzahnen. Jetzt habe ich endlich wieder meinen Laptop zurück. Es ist wie ein Geschenk. Komm, mach auf! Das ist noch was drin. Ja, das sind die Sachen.
und das Ladegerät. Nein, es passt ja so. In wie schwarz. War. Nein, Papa, aber so. Schön? Ja. Schön, das schwarz. Nein. Ich auch. Schwarz. Nein, der Papa ist das zweite Lad. Aha. Du rufst den auf. Ich krieg mich schon, wie sie das aufdreht. Wow! Das ist nicht so ein Spielzeug. Scheiße! Ach so, das war so. Er kann mir laut sein. Besser auf die Kamera. Und deine Kamera. Schön. Anders wie meine Tasten, aber ja. Cool, oder? Ah, sag ich mal, Lara. Kann ich ihn anschalten? Also. Du kannst ihn morgen gleich, also morgen hast du keine Schule, aber du kannst ihn am Montag gleich. Ab da schaltet man ihn an. Oh. Michelle, du kannst ihn heute. Keine Batterie. Aber kann er kann mir jetzt Lara schreiben. Ja. Du kannst ihn heute schon aufsetzen, also vielleicht kann der Batti dir ein bisschen helfen, wenn er so mit deinen Programmen, die du alle brauchst. Und dann kannst du ihn dich vorbereiten für Montag in die Schule. Dass du dann, wir haben uns eingepackt und die Kinder haben eingepackt. Wir gehen ja immer zu ihren Geburtstagen eigentlich essen. Egal ob wir Erwachsene oder die Kinder haben, aber. Wir gehen immer Madonna. Wo gehen wir? Madonna. Madonna. Auf jeden Fall ist es ja so, dass man nirgends essen gehen kann, ne, wegen Corona. Und deswegen gehen wir einfach und holen uns was bei McDonald's und essen dann dort. Ja. Das machen wir jetzt und danach machen wir uns einen gemütlichen Tag zu Hause mit den Kindern. Können wir Puzzle spielen, Michelles Puzzle ja, aufmachen. Mal zocken heute am oder Dance. Just Dance. Just Dance, yes. Ich muss sowieso tanzen. Ein Tasche. Weil dann kommt das Baby schneller. Eine voll viele Leute getippt. Und ein Laptop. Und ein Laptop. Oh, die Kleinen, die sind ein bisschen gehofft sind. So, die Bande habe ich jetzt versorgt. Es ist plötzlich Ruhe hier. Den Bade sieht man gar nicht, dass sie versteckt. Ah. Ich habe mir einen Hüttenburger genommen und so Käse. Wie heißt das? Käseherzchen. Schaut mal. Ja. Und Back to the Roots habe ich mir auch natürlich einen Fischmeck gegönnt. Ja, der Papa hat sich so einen Veggie Wrap genommen. Und ja, nur der Papa ist kurz hier zum Hofer gegangen, weil ich habe vergessen, ein Getränk für mich zu bestellen. Und ich trinke eh noch immer Wasser. Michelles Geburtstagsmenü wird jetzt mal verschlemmt und dann schauen wir mal, was wir danach machen. Wir sind schon länger zu Hause und wir haben uns jetzt hier mit Michelles Geburtstagsgeschenk mit nämlich Just Dance ins Wohnzimmer gehauen und werden ein bisschen tanzen. Bin jetzt schon aus der Pose, habe nicht einmal angefangen. Aber der Papa, der muss danach kommen, Papa. Das wird schwer, das werden wir gleich sehen, ob das für mich schwer ist. Für euch wird es natürlich nicht die Originalmusik geben, weil sonst haben wir ein Problem mit dir. Aber ich muss eine Runde aufsetzen, weil sonst...
Wir snacken jetzt noch eine Kleinigkeit und die Kinder spielen, wie heißt das? Mario Party. Mario Party. Wir sind auf jetzt extra ins Wohnzimmer gekommen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier was snacken und noch den Geburtstag von der Michelle langsam ausklingen lassen. Baby ist noch drin. Tanzen hat noch nicht viel geholfen. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns morgen dann.